bin so aufgeregt. Das ist so cool. Ja, es ist kalt wie Sau. Irgendwie zieht das hier überall durch. Ja, trink und dann kriegst du Durchfall. Nur diese Riesenhaufen, Mann. Ja! Und dann wäscht er sich danach bestimmt nicht die Hände. Ja. Junge, welches Tier ist das? Was machst du da? Oh Gott, der blinzelt nicht mal. Hugo ist komplett am Arsch. Jetzt geht's los, ich bin aufgeregt. Okay, let's go. Hauptpartner unserer diesjährigen Staffel Seven Bros Wild ist Holy. Und nutzt natürlich auch den Rabattcode Seven Bros Wild 5, denn damit gibt's 5 Euro Rabatt. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Danke. Es geht los. Wie geil ist das denn gemacht? Wir fliegen! Okay. Das ist cool gemacht mit dem Flugzeug. Wow. Wir sind in Neuseeland. Das sieht schön aus. Die einfach wirklich abstürzen lassen. Stell mal vor. Lindespass, Neuseeland. Oh, das sieht kalt aus. Oh, das sieht so kalt aus. Jahreszeit Winter. Scheiße. Wetterbedingungen frostig, 1 Grad. Sieht aber jetzt nicht so wirklich essbar mit Tieren und so bisher aus, ne? So kalt, dann verkrümeln sich ja alle. Hey, der Ring ist hier irgendwann da gedreht. Geil. Ich bin so aufgeregt. Das ist so cool. Die Brille beim Schlagen. Wow. Leute, ist das so viel Adrenalin in meinem Körper? Man sieht gar nichts. Das ist schon episch. Es ist kalt, Leute, es ist echt kalt. Boah, wenn wir jetzt crashen und wir sehen nichts, ist das voll der Scheißdruck. Scheiße, Alter. Was machen wir hier? Ja. Naja, wir drehen halt ein neues YouTube-Video, Leute. Springtiere. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob das geplant ist oder. Landen wir? Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind da. Ob das wegen der Feuchtigkeit ist? Ich weiß nicht. Ja, auf der einen Seite liegt Schnee und auf der anderen Seite gar nichts. Ist ja lustig. Das ist Absicht. Mir geht die Pumpe, mir geht die Pumpe. Ich bin so gespannt, wo wir jetzt gleich hier sind. Du willst in den Heli fliegen? Ja, ist aufregend. Was? Boah, Junge, Gänsehaut gerade. Hey, Uwe, siehst du schon was? Ich geh grad raus, Digga. Ja, siehst du was? Ja.
Ich sehe gar nichts, Digga. Ja, mir wird auch direkt kalt, wenn ich das sehe. Mir wird auch direkt kalt. Ach, was. Was ist der Flugzeug abgestürzt da vorne? Und ich würde jetzt schon das Gesicht weh verlachen. Geil, Alter. Die wissen ja noch gar nicht, dass sie in der Gruppe sind, ne? Guck ihn dir an, da ist der gute Fritz. Da steht er stramm und gerade, Alter. Oder? Ach du Scheiße. Hier Schnee? Herzlich willkommen bei Seven Rows Wide Staffel 4. Ihr seht, ihr befindet euch aktuell in Neuseeland. Wir haben uns diesmal etwas anderes überlegt. Ein Szenario, ein Flugzeugabsturz. Vom Szenario her seid ihr als Gruppe hier ausgesetzt und abgestürzt. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass ihr irgendwie zusammenbleiben müsst. Das ist alles eure freie Entscheidung. Ihr könnt als Gruppe zusammenbleiben, ihr könnt euch teilen, ihr könnt wieder zusammenfinden, kleine Grüppchen machen. Das ist keine Sache, wo wir euch irgendwie reinreden wollen. Es sind harte Bedingungen, so viel kann ich sagen. Aber denkt bitte bei jedem Schritt, den ihr geht, daran, dass ihr Eigenverantwortung übernimmt. Und wenn ihr als Gruppe zusammen seid, guckt natürlich auch ein bisschen auf euren Nebenmann oder die Nebenfrau. Dürfen wir mit dem Flugzeug arbeiten? Ihr könnt mit allem arbeiten, was ihr habt und was ihr eventuell findet. Wie weit darf man weg? Die reagieren so lasch. Da kommen wir kurz zu einer Fragerunde, weil ich denke, viele Sachen klären sich. Die haben nicht mal die Mimik verändert. Aber was ist hier überhaupt los? Zum ersten Mal werde ich in dieser Staffel nicht mit ausgesetzt, sondern übernehme die Rolle des Herausforderers. In meiner neuen Funktion habe ich mit meinem Team das Szenario eines Flugzeugabsturzes entworfen. Die 7 Teilnehmer der Staffel 4 werden hier in den Bergen von Neuseeland als Gruppe ausgesetzt und müssen 14 Tage ums Überleben kämpfen. Dabei ist es ihnen freigestellt, ob sie die Zeit gemeinsam, in kleinen Gruppen oder allein bestreiten. Anders als in allen anderen Staffeln haben die Teilnehmer im Vorfeld als einzige Information eine zu erwartende Temperaturspanne erhalten und durften sich dementsprechend kleiden. Sie kennen weder die Umgebung noch die Gegebenheiten, haben keine Gegenstände und wissen auch nicht, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Das Flugzeugwrack sowie alles darin Befindliche darf genutzt werden. Mittels Funksprüchen auf Kassetten und einem toten Briefkasten gebe ich unregelmäßig Hinweise auf Fundorte von verstreuten Gepäckstücken im Gelände. Diese sind optional, können aber hilfreiche Gegenstände beinhalten. Jeder Teilnehmer hat für den Notfall ein Medikit und einen GPS-Tracker. Ein Medikit. Täglich wird mit letzterem ein Code Green geschickt, der bestätigt, dass der Teilnehmer noch am Leben ist. Ein Code Yellow steht für einen Abbruch, ein Code Red für einen lebensbedrohlichen Notfall. Wer es bis zur Evakuierung schafft, ist Überlebender. Der Staffel 4 von Seven vs. Wild. Fragen. Wie weit kann man weggehen? Also hier jetzt? Ihr könnt euch austoben. Ihr könnt euch am Fluss bewegen, wie ihr wollt, in die Richtung bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt in Keine die Wälder rein, in die schön. Canyons, in die Wälder. Wir haben versucht, eine Location zu finden und das ist einmalig bisher, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bringt, was den Platz angeht. Okay, ich will euch so wenig Zeit wie möglich rauben. Deswegen, aber wenn ihr Fragen habt, fragt. Nee, geh weg. Ganz kurze Frage. Glaubt ihr, irgendwer setzt sich ab oder glaubt ihr, die bleiben zusammen? Ansonsten möchte ich noch eine letzte Sache sagen. Joey, alle Leute, die absetzen? Hier stehen, wurden nicht einfach so random zusammengewürfelt, sondern wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wen wir bei dieser vierten Staffel dabei haben wollen. Wir wollen natürlich eine bunte Mischung haben. Wir sind super froh, dass ihr alle zugesagt habt, dass ihr hier seid. Wir freuen uns darüber. Überschätzt euch nicht. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann könnt ihr nicht mehr. Das ist so. Ich wünsche euch super viel Spaß. Egal was es ist, ich bin jetzt schon stolz. Aber auch jemand wird sich absetzen. Ich finde es geil, dass ihr hier seid. Ich bin ultra hyped. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, euch vielleicht auch. Und würde ich sagen, lasst das Szenario beginnen. Danke dir. Viel Spaß. Vielleicht wird es die Erfahrung eures Lebens. Ja, ich glaube auch, Alter. Vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte. Die sagen gar nichts. Die sind raus. Hugo spricht einfach nicht. Der andere auch nicht. Und keiner sagt was. Joey kennt ihn, der ist hart, aber auch realistisch, ja. Boah, krass, glaubt mir, ist auch für mich krass. Ich würde sagen, wir sind ready, wir steigen in die Helis und ich hoffe, dass wir heute Abend von euch alle einen Code Green kriegen und morgen früh. Ja, safe. Bis in 2 Wochen, Frau Chef. Gerne.
Let's go. Dann machen wir das Folge. Okay, es geht los. Okay, das ist... Warte mal, okay. Das ist Hugo, das ist Sandra. So schön, dass ihr alle wieder hier seid. Auch Sandra, mein Schatz. Das ist Jakob. Ja, Flying Uwe. Wir müssen, dass ihr warm wird. Digga, ich bin für die Gruppengemeinschaft da. Mehr kann ich nicht. Leute, wir rocken das 14 Tage. Ja. Digga, hier geht keiner raus. Haben wir ein Siegesschrei oder so? Ein Motivationsspruch? Ja. Hast du was okay, nee. Aber Go! Kommen wir zu den diesjährigen Teilen. Joey Kelly denkt sich so, was? Was? Joey Kelly. Der Zuschauerliebling der letzten Staffel kehrt zurück. Im vergangenen Jahr unverschuldet ausgeschieden, ist er bereit, sich der Herausforderung erneut zu stellen. Als Extremsport-Ikone hat er schon die härtesten Strapazen durchlebt und nie etwas abgebrochen. Mit seiner Erfahrung weiß er genau, wie man sich und andere 51. mental stärkt. Wird er alleine losziehen oder die Gruppe zu seiner Kelly-Family machen? Let's Hugo. Er ist der Rising Star im Streaming-Universum. Als Minecraft-Enthusiast und Meme-Legende hat er das Herz der Online-Welt im Sturm erobert. Er bringt zwar keine Survival- und Outdoor-Skills mit, stattdessen aber jede Menge Gaming-Erfahrung und Entertainment. Wird der Seven vs. Wild im Single- oder im Multiplayer-Modus durchspielen? Ich kann mir vorstellen, dass der nicht durchhält. Kommentaren. Bei Joey denke ich auch, der Titel. Flying Uwe, das Energiepaket aus Hamburg. Bekannt für seine freche Schnauze und sein stetiges Grinsen, bringt er nicht nur Muskeln, sondern auch Charme in die Gruppe. Ich glaub, er kam der von ganz unten schafft das und hat sich allein durch seine vielen unternehmerischen Leistungen und der Affinität zum Kampfsport einen Namen gemacht. Ich gebe mal jetzt so. Nun ist er bereit, seine physische und mentale Stärke bei Seven vs. Wild unter Beweis zu stellen. Ja, ich kann mir hat auch er das sehen. Zeug zum Survival-CEO? Selfie-Sandra. Mit ihrem unverwechselbaren Humor und einer Lache, die man nicht überhören kann, wird sie sofort zum Mittelpunkt jeder Runde. Die direkte und empathische Powerfrau hat sich mit ihrem erfolgreichen Podcast Dick und Doof an die Spitze der Charts gekichert. Ihr Hauptfortbewegungsmittel ja, ist der E-Roller, die rechte Hand fest verwachsen mit dem Tabakerhitzer. Wie schlägt sie sich ohne urbanen Luxus? Ich kann mir vorstellen, dass sie das schafft. Julia Beautics. Als Social-Media-Gigantin, Schauspielerin, Podcasterin und Gesangstalent ist sie eine wahre Entertainment-Koryphäe. Mit Lifestyle-Content und Challenges zaubert sie ihren Fans seit nun 11 Jahren ein Lächeln ins Gesicht. Sie gehört fest zum deutschen YouTube-Inventar und ist Hauptdarstellerin in mehreren Fernsehserien. Doch wird sie auch schwierig. In der Wildnis wenn die ihre finden, Rolle finden? Glaube ich schon, wenn nicht. 65 Kilo, oh, weiß ich nicht. Bei ihr weiß ich nicht. Selfie-Sandra gibt auf. Joe Vogel, Jäger, ja, Angler, der wird durchziehen. Journalist, Abenteurer. Von den Zuschauern lange gewünscht und regelrecht gefordert, ist es endlich soweit. Der studierte Biologe, Buchautor und vor allem Survival-Experte leitete über 20 Jahre Überlebenskurse. Weltweite Expeditionen unter extremen Bedingungen formten Körper und Geist. In seiner Videoserie Alles falsch kritisierte er jahrelang die Ex-Teilnehmer von Seven Ja, das ist so geil. Wird mit ihm jetzt alles richtig? 40, 91 Kilo. Der wiegt so viel wie Flying Uwe. Ein bisschen ein Kilo mehr. Aha. Stefan Hinkelmann, aka Survival Deutschland. Wir fangen da an, wo andere aufhören. Dieses Motto trägt der Ex-Elite-Soldat, Berg- und Profisportler stolz auf der Brust. Auch wenn er einen Körperfettanteil von unter 5% hat, dürfte das Thema Wärme für den Weltrekordhalter im Feuerbohren kein Problem darstellen. Seit über 10 Jahren teilt er unzählige Survival-Techniken mit seiner Community auf YouTube. Wird Survival Deutschland jetzt auch Survival Neuseeland? Ah, ich kenne ihn nicht. Okay, können wir jetzt anfangen? Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Okay, einer der Urlegenden der Survival-Szene.
Digga, es ist sehr viel Schrott. Und das wird schwierig. Ah, wie geil ist das denn? Guck mal, was ich gefunden habe. Ohrstöpsel, Digga. Schlafen. Oh, sehr gut. Gesehen, wenn da jemand schnarcht. Gurt, auch geil. Kanister. Aua. Alter. Bruder, du bist auch so dumm. Guck mal hier. Wir haben Kanister. Und, Digga, ich glaube, da ist Essen drin. Ey, Leute. Ja? Wir haben Medikit-Stuff, was du öffnen darfst, ohne rauszufliegen. Medikits. Wir müssen uns erstmal um Schlafen kümmern. Wir haben keinen Schlafsäcke. Ja, Digga, dass wir keine Schlafsäcke haben, ist crazy. Wir haben nichts zum drunterlegen. Guck mal, hier sind die ganzen... Und mir ist das jetzt schon zu stressig, zu viel Drama. Wir haben nichts zum Schlafen, wir müssen das jetzt machen. Ja, wenn die Sohle unterwegs wäre, das alles ein bisschen entspannter, oder? Das war mir so klar. Ich wusste, wenn wir hier hinkommen, das ist richtig so loot-technisch, so richtig Battle Royale-Style hier. Männer schnalken nicht, ach so. Die sind alle aufgeregt, ja. Was ist da drin? Ich weiß nicht, was drin ist. Boah, damit kannst du wetten, so Shelter-mäßig was bauen oder so. Der gibt direkt Auskundschaften. Und so möge es beginnen! Ha! Ist ja eigentlich schlau, ne? Wenn so zwei Leute erstmal in die eine, in die andere Richtung gehen, solange die noch Energie haben, gucken, wo was ist, ne? Da geht's! Ja, die wussten das halt auf dem Flug, denke ich mal. Boah, da ist ja wirklich nichts außer Natur. Tag 1, 1 Grad. Boah, nee, das ist so scheiße kalt. Was haben wir denn? Ohrstöpsel, Wasserkanister, Rettungsweste, Medikit, Polsterschienen, Knicklicht, leere Konservenflaschen, Sonnenmilch. Wichtig. So, aber jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt anfangen, Selfies zu machen und so weiter und so fort, wir haben echt viel zu tun jetzt für heute Abend. Wir haben keine Schlafsäcke. Ja. Es wird super, super heikel gerade. Und ja, wir können mal im Flugzeug noch schauen, aber da dürften keine Schlafsäcke drin sein. Höchstens hinten irgendwo in der... Ich habe eine Frage. Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn wir uns heute Nacht alle ins Flugzeug setzen? Das ist ja komplett offen, das hilft nichts. Also eine Wärmedecke habe ich schon mal gefunden. Ja, ja. Wir haben Sachen, um das alles abzudecken, so theoretisch. Ja, aber das ist jetzt was sonderlich hilft, würde ich nicht sagen. Wollen wir das nicht einmal so machen, dass wir echt jeden Winkel einmal hier absuchen, ja, auch von den Flügeln, die da rumlaufen? Vielleicht liegt da was drunter. Guck mal, da liegt ja schon eine Matte. Leute, wollen wir alles, was wir finden, hier reintun? Hier in den Mittelbereich. Okay. Relativ einfach. Wir brauchen unbedingt heute Feuer. Gar keine Frage. Feuer. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal für heute Nacht, würde ich sagen, den Schutzbereich um Flugzeug schaffen. Die Flügel so anstellen, dass wir einen Windschutz machen, weil hier ist komplett exponiert. Schauen wir mal, wie schwer die sind. Die dürften um die 100 Kilo wiegen oder vielleicht ein bisschen mehr. Dass wir die Flügel so anstellen, dass wir in der Mitte einen Schutzraum haben. Und dann müssen wir da Feuer machen. Das heißt, jemand schaut sich mal das Flugzeug an. Ja. Wir beide versuchen mal die Flügel zu bewegen. Mhm. Zusammen mit Joy. Okay. Und das wäre mal das Erste. Dann haben wir hier so ein bisschen Schutzraum geschaffen. Wir sind hier mitten im Kanal drin. Also das ist super kacke, ehrlich gesagt. Aber eigentlich dürften die Nicht-Experten ja gar nicht so ahnungslos sein, weil eigentlich haben die sich ja darauf vorbereitet, alleine jetzt Survival zu machen. Also eigentlich haben die alle mindestens Grundwissen jetzt. Auch für die nächsten Tage müssen wir schauen, ob wir hier überhaupt bleiben. Und dann, wer Zeit hat, holt kleines Holz, kleines Material einfach mal her, transportieren. Ob wir und wie wir Feuer hinbekommen, sehen wir dann. Ja. Okay. Im First Aid Kit mal schauen, ob da, wie gesagt, irgendwelche Chemikalien drin sind. Manchmal sind nichts, gar nichts. Nee, da ist eine Schere drin, eine Pinzette, ja. Die Kochsalzlösung und sonst Bandagen und. Bandagen. Der eine ist gerade losgegangen, er kundschaftet ja aus. Dingskoffer, der, wo das Funkgerät ist. Ah, okay, gut. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Stefan? Der macht gerade Selfie-Aufnahmen. Nein, ich glaube, der ist Richtung da gegangen. Der guckt sich um.
Aber finde ich auch gut, dass die Leute schon mal sich umgucken wegen der Umgebung. Schon wichtig. Das haben die immer gemacht. In jeder Staffel haben die sich erstmal, sind die erstmal gelaufen und haben sich erstmal ihren Ort angeguckt, zu gucken, wo schlafen wir am besten, dies, das, anderes. Das ist der Hammer, hä? Leute, ehrlich jetzt. Hammer. Geil. So. Die sollen das ja auch für sich so ein bisschen machen, ne? Und hier drüben ist noch ein schönerer Platz. Schon hier. Ist schon alles schattig. Da unten ist immer noch ein bisschen, ne? Ich will mich auch erstmal umgucken, klar. Das heißt, diese Zunge, die da so rumgeht, hält sich hier ein bisschen länger. Ich möchte mich auch erstmal wohlfühlen. Das ist nicht schlecht. Das ist immer ein bisschen geschützter. Und wir haben direkt Holz. Wie viel Brennholz dabei ist, muss ich ja mal schauen. Aber so per se, vom Gelände her, gar nicht so scheiße. Schnell beim Wasser. Das Wrack wir jetzt nicht allzu weit weg. Eigentlich ganz cool. Das sieht noch ziemlich aufgeräumt aus. Das ist ja wild. Warum sieht denn das so ausgeräumt aus? Hä? Wieso hingezimmert? Tring. Einfach hingezimmert. Sieht ja wirklich sehr ordentlich aus. Aber hier ist alles trocken. Das geben wir uns mal genauer anschauen. Schauen wir mal. Was sind das auf dem Boden? Sind das trocken, ne? Das, was ich jetzt hier auf der Wiese ganz. Das ist nicht so eine Hülle für Essen, oder? Da muss ich den anderen gleich Bescheid sagen, dass wir dann hier hoch verlegen. Also das ist um ein Vielfaches besser. Schau mal, wie das hier ausschaut. Krass. Was haben wir hier? Ist auch alles pitschnass. Ja. Schau mal. Eieiei. Aber kann man schon mal ein bisschen besser rumlaufen als letztes Jahr hier Papa Platte und so, ne? Trotzdem, die hatten ja so hier jetzt immer noch wärmer durch den Wald. Viel zum Klettern. Hält sich das alles ein bisschen. Ist geil, ich sag den anderen Bescheid. Ich glaube, die haben andere Pläne. Ja, ich hoffe auch, dass man viel lernt. Setting ist gesetzt. Von der Umgebung her, ich glaube, das ist vor allem für diejenigen, die nicht so viel Erfahrung haben, unterschätzen das komplett. Das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen. Wenn wir jetzt nicht innerhalb von einer Stunde, innerhalb von zwei Stunden Feuer anbekommen und hier irgendwie einen Schutzraum aufgebaut bekommen, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Okay, Drama Queen. Es ist hier um den Nullpunkt kalt. Ich habe schon Spuren gesehen oder Losung von Hirsch und möglicherweise Reh oder verwildertem Schaf. Das gibt es alles hier, werden wir aber nicht jagen können. Weil das gemütlich ja auch windgeschützt, ne? Wir sind ja auf einem Plateau komplett exponiert. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, einen Schutzraum zu machen. Wir werden versuchen, die Flügel so aufzustellen, dass wir einen Schutzraum haben, dass wir ein bisschen Wind haben, vielleicht ein bisschen Reflexionsfläche oder damit vielleicht wir ein bisschen sogar ein Wind haben. Ganz oben gesagt, ein super, super übles Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind. Also sagen wir mal, sowas wie wasserdichte Säcke abgelagert worden sind, wo dann Schlafsäcke drin sein oder sowas, dann wird es spannend. Es wird wirklich spannend. Alright, ich glaube, ich werde hier gottlos auf die Fresse fallen. Aber damit wir Wasser haben. Feuer wichtig, ja. Wasser aber auch. Das stimmt. Deswegen gehe ich wie ein fucking Macher hier runter und hol mir meine Beute. Versteht ihr, was ich meine? Yeah. Guck mal, Natur gibt mir sogar hier Treppe. Ja, Natur gibt mir Treppe. Ich kann einfach die Treppe benutzen. Und dann so. Wie redet der denn? Digga, das ist geil. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Alright. Okay. Ich übersetze ganz kurz für die Boomer. Oh, hier ist es ein bisschen steil. Hier muss man aufpassen zu gehen, sonst kann man sich auf die Nase legen. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal was zu trinken und die Natur hat mir jetzt hier sogar eine Treppe hingebaut. Da kann ich richtig gut runterklettern. Einfach nur so. Ich übersetze kurz, ja? Ich muss es eigentlich machen. Ich muss es machen. Wartet kurz. Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Ja, trink und dann kriegst du Durchfall. Wartet ab. Nein, Quatsch. Wartet. Ich glaube, bei einem Schluck passiert noch nichts, oder? Zieh meine Ärmel hoch.
dürfen nicht nass werden. Na, jetzt pass auf. Ich pass auf. Hugo, was zeigst du mir? Ich teste. Ist das Süßwasser oder Salzwasser? Macht gar keinen Sinn, weil ich muss eigentlich... Das ist perfektes! Klares! Frisches! Süßwasser! Das durchsichtige Süßwasser! Ja. Süßwasser! Aua! Das hatte Knossi gleich auch gesagt. Ich wollte es nicht so rumschreiben, weil sonst denken die, dass irgendwas ist. Alright, ich würde sagen, ich mache diesen Kanister. Mache ich saubi. Ich hoffe, es ist Süßwasser. Sonst habe ich alle vergiftet. Nee, also Retalk, ich bin in Österreich sehr oft unterwegs. Naja, denkt man jetzt nicht von mir, ich weiß. Wenn man unbehandeltes Flusswasser trinkt, können gefährliche Krankheitserreger wie Bakterien, Parasiten, schwere gesundheitliche Probleme wie Durchfall, Magenkrämpfe verursachen. Auch schon ein Schlückchen? Aber, Digga, da kann man auch vom Fluss trinken. Und wenn man hier Neuseeland, Seewasser, kann man trinken. Neuseeland, Seewasser. Irla. Ja. Boah, Leute. 14 Tage. Ja? Ich scheiße mit eurer Hose, Alter. Muss schon mehr, oder? Überlegung wert, dass wir jetzt zwei fiese Bier hier so anstellen, dass wir uns hier für die Nacht wenigstens reinkauern können. Niederschlag gibt es hoffentlich nicht, es wird aber arschkalt. Das heißt, ja. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Wir müssen das Holz irgendwie entzünden, müssen irgendwo an Feuer kommen. Aha. Wie sie atmet. Da ist auf jeden Fall was sie abgefallen. Ich trage dir das alles hin, Joe. Ja, okay, super. Du hörst ich werde. Geht noch mehr? Also krass, wie groß so ein Flügel noch schon mehr? Ist. Nee, nee, wir müssen jedes noch mehr. Mal, wenn ich im Flugzeug sehe, denke ich mir, wow. Noch ein bisschen, 1, 2 und 3. Okay. Du willst den so haben, ne? Ja, genau. Ja. Von hier nochmal die Ecke bis nach da. Ein bisschen. Digga, wo ist denn Stefan? Schau mal, auf dem Rückweg zu den anderen. Wir sind hier. Schau mal diese Riesen auf, Mann. Ja! Yeah! Entschuldigung. Der fasst das jetzt und der wird. Und dann wäscht er sich danach bestimmt nicht die Hände. Und dann nimmt er die Hände in den Mund. Hierbei handelt es sich. Entschuldigung. Hierbei handelt es sich vermutlich um Hirschlosung. Das weitläufige Gebiet der Absturzstelle umfasst eine Vielzahl an verschiedenen Tieren, insbesondere Jagdwild. Dürften die auch einen Hirsch töten und essen? Alles. Okay. Zur Hölle. Jo, fass es doch nicht an und da wasch dir die Hände jetzt. Mach durch den Schnee. Mach deinen Finger sauber. Er macht's nicht. Oh. Ach, Steffen. Was ist denn los mit dir? Hi, und? Ja. So, hi. Guten Tag. Hast du kurz Energie getankt? Nein, ich bin erkunden gegangen und da oben ist sogar um die Ecke noch ein bisschen Sonne. Steffen hat sich für rund 30 Minuten von der Gruppe entfernt. Also erstmal finde ich, der könnte denen ja auch Bescheid sagen, so jo, ich gehe mal erkunden. Aber dass ihm das jetzt direkt angekreidet wird, obwohl es immer ein Solo-Projekt ist und jetzt erwartet man, dass die einfach alle direkt gemeinsam, das finde ich irgendwie auch so, ne, bist du sonnengegangen. So allein schon diese Einstellung, dass man denkt, dass er das macht und nicht darüber nachdenkt, dass der vielleicht als Experte vielleicht erkunden geht oder sowas. Finde ein bisschen komisch. Also komische Dynamik jetzt schon, finde ich. Aber egal, ich lass mal laufen. Und da ist eine relativ gerade Fläche ohne hohem Gras, ja. Mit direkt Wald dran, mit Bergen von Holz, aber alles ziemlich nass und morsch. Guck mal hier. So, da ist nichts hin. Hier ist schon Wasser. Ja. Die interessiert das ja, gar nicht. Wir müssen die Matratzen so zum Haken quasi hat. Alter, richtig geil. Das ist aber jetzt schon eine komische Dynamik. Okay. Also ich wäre jetzt der Meinung, dass das Flugzeug nicht wegrennt und alles, was da drinnen ist. Was offensichtlich wäre, wie so ein Schlafsack oder eine Isomatte oder so, die man so ja jetzt nicht gefunden hat, hilft uns jetzt, glaube ich, für den ersten Moment nicht weiter. Weil es ist einfach super kalt. Was haben wir denn da? Es ist einfach echt super kalt. Und wir haben ja ein gutes Potenzial, dass es... Wir haben abgesprochen vorher, dass die Erkundschaften gehen. Warum reagieren die dann jetzt so? Das ist aber komisch. Und dann sind wir hier sehr exponiert.
durch das Tal. Ja. Ah, ah, festgeschraubt. Da ist eine Axt. Oha, guckt euch das an. Okay, Leute. Guckt euch das an. Eine Axt. Eine Axt. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, ich fände es cooler, wenn die sich, wenn die das Flugzeug nicht benutzen als Untergrund. Damit kriegen wir aber auf jeden Fall das, das Ding ein bisschen klein, das Flugzeug klein gehauen. Zieh mal, warte, ich mach hier. Ja, mach den Gurt einfach los. Der muss hier. Ja, ich hab nur einen fetten Handschuh raus. So. Weiter ans Holz denken. Hältst du und ich gehe holen? Ich hole Holz. Hugo, komm, Holz holen. Ja, wir als Dreierteam. Weil das ist das, was uns heute warm hält. Ey, ich kann es auch nicht glauben, dass wir hier sind. Boah, das würde ich. Das sind die Szenen, die ich tatsächlich, wo ich mal geskippt habe, gesehen habe, wo ich dachte, boah, ich hatte gar keinen Bock drauf. Wenn jemand zu mir kommt, Sandy, komm jetzt Holz holen. Ich kann sagen, so, jo, ich gehe Holz holen, kommt jemand mit? Und dann würde ich sagen, ja klar, komm, ich komme mit. Aber dieses, komm, wir gehen jetzt. Oh, das würde ich nicht mögen, wenn man so mit mir redet. Ich persönlich glaube, ich würde mit dem Steffen mitgehen und im Wald schlafen. Ich würde mich wohler fühlen in der Natur, glaube ich, als mit einem Flugzeug. Ich alleine wäre jetzt schon raus. Ich bin froh, dass Joe hier gerade so ein bisschen sich vorbereitet. Die Verantwortung übernimmt, schaut, was wir machen können. Die Sache ist, das ist alles nasses Holz. Ich weiß wirklich gerade nicht so richtig, wie ich mich fühlen soll, Leute. Es ist irgendwie total cool, weil es ganz anders ist. Aber andererseits, glaube ich, ist die Situation ganz schön krass, weil wir haben keinen Feuerstahl. Wir haben keine Schlafsäcke, also es ist arschkalt, also es ist wirklich super, super kalt. Ja, es ist geisteskrank. Ja, wir haben super viel Holz zumindest. Keine Ahnung, ob das gut brennbares Holz ist. Wir haben Wasser, das ist schon mal gut, aber es ist arschkalt. Wir haben hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig Möglichkeiten, irgendwas Essen zu finden. 3 Grad. In der Nacht wahrscheinlich minus 5. Die beiden Profis sind sehr angespannt, das merkt man. Ja, Joe vor allem. Joe ist sehr angespannt, Stefan ist auch sehr angespannt. Das bedeutet, das ist wirklich eine ganz schön krasse Situation hier. Ich finde es mega, dass wir so als Gruppe ausgesetzt sind. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, wir streiten uns nicht so viel. Ich hoffe, es geht alles gut. Und ich hoffe, wir schaffen das. Wenn ich dieses Geräusch da unten höre, dann muss ich pinkeln. Jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, ich sammle jetzt Holz. Keine Zeit mehr mit euch zu reden, Leute, sorry. Mach einfach die Kamera aus. Entschuldigung. Diese Stelle habe ich auch gesehen. Ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu reden. Entschuldigung, okay, das musste raus ab jetzt. Ach, Julia, sei doch nicht so. Man nimmt am besten dickeren. Ja, aber durch die kleinen. Aber wir haben ja kein Messer, habe ich jetzt gefunden. Doch, wir haben eine Art Axt gefunden. Wir haben eine Art Axt gefunden. Ja, das ist ja super. Ich weiß nicht, ob es eine Axt ist oder was anderes, aber. Ich hab's nicht gesehen. Okay, aber das ist ja schon mal was. Aber guck mal, ich häng mich einfach so ran und brech das ab, ne? Ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Was denn? Dass das so leicht kaputt geht. Weil das heißt, es ist morsch. Es ging ein bisschen sehr leicht kaputt, ja. Ey, Leute, guckt mal. Leute? Oh, wie schön. Ein Geweih. Ist das ein Geweih? Fällt ein Geweih automatisch ab oder wurde das abgemacht? Ja, das ist ein Geweih. Ja, Digga, das können wir auf jeden Fall erstmal benutzen. Wofür? Digga, ich habe mir Hirschgeweih gefunden. Junge, welches Tier ist das? Mammut? Ein Hirsch hat ein Hirschgeweih. Digga. Ich habe Hirschgeweih gefunden. Welches Junge, Tier ist das? Das ist in pura Natura. Ja, kennst du es. Scheiße, ist komplett morsch. Das ist wirklich komplett morsch. Fuck. Nochmal ein kleiner Reminder. Wo ist die Abschutzstelle überhaupt? Das Flugzeugwrack liegt auf der Südinsel von Neuseeland, in einem Tal mitten in den Bergen. Die Landschaft ist durchzogen von einem kleinen Gebirgsbach und hat sowohl große Waldgebiete als auch tundraartige Freiflächen. Es gibt eine artenreiche Tierwelt. Um diese zu Tundra ist eine Schneewüste. Dokumentieren wurden von mir im Vorfeld Wildkameras angebracht. Darüber hinaus habe ich an verschiedenen Orten im Gelände Gepäckstücke platziert, die durch Zufall oder meine Funksprüche gefunden werden können. Das gesamte Gebiet umfasst mehrere hundert Quadratkilometer und ist unbewohnt.
Und was ist da hinten drin? Schlafsäcke? Ich glaube, hier sind die Schlafsäcke. Ja, ja. Echt, ja? Ja, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr looten im Flugzeug. Die haben bestimmt einiges geil versteckt. Alter, euer Weicheier, Schlafsäcke, echt jetzt? Nee. Joe hat schon Angst gehabt, dass die Hälfte schon ausscheidet, hier hat er schon gesagt. Also ohne Schlafsack? Ja. Er hätte schon richtig geworfen zu Hause hier. Ja, das finde ich auch richtig. Nee, das sind so unterschiedlich. Guck mal, schön. Ja, ja. Ich glaube nicht, das sind genug für alle. Okay. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie für jeden Schlafsack haben. Zwei Stück haben wir schon. Aber Plastikflaschen sind da hinten auch noch viele. Ja. Der Joey. Was ist das mit dem bloßen so hinten? Ja. Vom Waschbär. Oh, diese Decken. Geil. Zwei Wolldecken. So, wie viele Schlafsäcke haben wir? Vier. Vier sind ein paar zu wenig. Sehr fein. Haben wir noch einen Biwaksack, Rettungsbiwaksack. Alter, wir haben aber für alle. Ja. So, wir haben auf jeden Fall welche. Schlafsack 7a, guck mal, fantastisch. Die Mädels kriegen die Carinthia, definitiv, das sind die wärmsten. Vorschlag von mir ist, dass wir hier erstmal einen Windschutz hinmachen. Warte, Rettungsinsel. Die Rettungsinsel wurde gefunden, als keine Kamera lief. Darin enthalten war ein Leuchtfackel, einmal Rauchfackel und eine Blasebalg. Die können ja mit der Leuchtfackel können die Feuer machen, müssen die nur am Leben halten, ne? Wir besprochen, wir haben Schlafsäcke, genügend Schlafsäcke für alle. Wir haben für die Mädels warm genügende Schlafsäcke. Wir haben Matratzen zur Unterlage. Wir haben Folie, um die nassen Matratzen abzudecken, sodass wir einigermaßen schlafen können. Wir werden vermutlich keinen Niederschlag haben. Wir können im Laufe der Tage die Drachflächen als Dach verwenden, die Seiten zubauen. USW, USW, okay. Nur mein Vorschlag wäre, statt jetzt ein Feuer zu machen USW heute Abend mit den Flares, wenn wir wirklich nur die beiden Flares haben und nichts mehr anderes finden, dass wir, weil wir das Feuer die nächsten Tage brauchen und dann eher mehr Zeit benötigen, um noch genügend Holz zu machen, um es zu erhalten, dass wir das dann machen, wenn wir eben wirklich auch Feuer brauchen. Und das also quasi heute erste Nacht haben wir es gar nicht so. Nötig, ne? Heute erste Nacht nicht, nein, da müssen wir, also die erste Nacht müssen wir über, also müssen wir irgendwie durchhalten. Und da hätten wir jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Ohne die Schlafsäcke hätten wir die Nacht über, also 15 Stunden lang Hampelmann und Kniebeugen gemacht, damit wir nicht erfrieren. Und am nächsten Tag, wenn ein bisschen Sonne da ist, hätten wir nachgeschlafen. Und dann versucht, eine Unterkunft zu bauen. Aber jetzt haben wir die Schlafsäcke. Einige davon sind sehr, sehr dünn. Das heißt, da müssen wir auch schauen, wer mehr Kleidung anhat, wer mehr Isolation hat. Und dass wir das noch ein bisschen mit den Decken ausgleichen. Also, das heißt, damit sind wir soweit abgedeckt, dass wir über die Nacht kommen, ohne zu unterkühlen, ohne krank zu werden. Wir haben Trinkwasser unten und wir müssen jetzt Windschutz machen, weil wenn der Wind hier richtig durchpfeift, dann wird es auch in den Schlafsäcken kacke. Okay? Also die Tragflecke stellen wir nachher auch noch so an, dass sie nicht umkippen kann. Das ist ein wirklich langer Vorschlag. Schauen wir, dass wir vielleicht dann mit dem Breaching-Tool auch noch ein Loch in die Seitenwand reinmachen, dass es wirklich feststeht. Oh, kurze Frage, ja, wegen Windschutz. Ne? Können wir nicht diese Flügel wie ein Dreieck als Spitze zu machen? Hatte ich gedacht, genau. Vom Flugzeug von der anderen Seite rein quasi. Hatte ich eigentlich gedacht, man kann schon ein bisschen offen lassen, weil da kommt ja sowieso Wind von oben rein. Aber der Hauptwind wird einfach abgehalten. Okay, und das, dann machen wir in der Mitte das Feuer von diesem Dreieck und ja, legen uns alle drumherum. Wir werden dann später wahrscheinlich in der Mitte das Feuer machen, außer wir strukturieren das um. Jetzt geht es eben wirklich nur um die erste Nacht. Hugo, 14 Tage All-In, ne? Digga, also ich glaube irgendwie, also ich will jetzt nicht jinxen. Aber ich glaube, keiner wird abbrechen, das wird jinxen? Eigentlich, also wird es gar nicht so schwer, glaube ich. Hugo. Haha, ich weiß nicht. Digga, warum schaust du mich so an? Ich glaube, mein größtes Problem wäre, dass ich bisher nichts zu essen gefunden hätte, so Bären oder sowas. Ich glaube, das wäre für mich das Schlimmste. Dieses Nicht-Wissen, ob man was zu essen kriegt. Dass sie sich darüber so gar keine Gedanken machen, finde ich stark. 15 Minuten hier. Ja, aber ich glaube, das passt. Du glaubst, ja, das passt? Ich glaube schon. Also uns fehlt nichts. Doch. Ja, Feuer. Uns fehlt eine Menge. Was sonst? Feuer und? Essen. Essen. Hier ist weit und breit schon schwierig, glaube ich. Ja, der ist unkompliziert, ne? Taste-Test. Ja, vom Flusswasser macht man einen Taste-Test. Das ist auf jeden Fall geil. Wir haben auf jeden Fall absolut genug Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Wirklich, das, wovor ich am meisten Angst habe. Und wärme Leute, am Ende machen wir Gruppenkuscheln. Wir machen den Pinguin-Effekt. Ich habe viel Masse. Ich habe Wärme für euch alle. Okay.
Okay. Sandra, ich bin wirklich gespannt, wie lange du diese Frequenz an Reden aufrechterhalten kannst. Meinst du, das klappt lange? Und wie war's? Digga, Wasser mit Erde. Aber ist okay. Sind überbewertet? Ja, Wasser mit Erde. Finde ich cool, wenn du das schmeckt nach Natur. Schmeckt nicht zu essen. Ja. Ich glaube, die nächste Burger da. Vielleicht einmal Scheißerei, aber ist egal. Digga, aber das ist so klar. Das ist echt klar. Also ich habe echt gedacht, Wasser wird ein größeres Problem. Okay, versuchen wir irgendwie nützlich zu machen jetzt. Uns jetzt Gras und machen uns ein richtig schönes Heusofa heute Nacht. Hm. Dann schlafen wir wie in so einem Heuhotel. Ich weiß nicht. Gut. 14 Tage. Digga, danach werde ich Meckes auseinandernehmen. Sandy mit Indy aus, mal schauen, wie lange das gut geht. Mann, was halt hier in der Staffel ein bisschen anders ist. Man kann halt nicht so random Schätze finden, weil hier halt kein Müll ist. Wisst ihr, was ich immer doof finde? Ich mag lösungsorientierte Menschen, ne? Ich mag das nicht, wenn man sagt, oh, hier ist kalt, oh, wir haben kein Holz, ah, wir haben das nicht, wir haben das nicht. Ich mag Leute, die dann so sagen, ja, wir können dadurch, dass es kalt ist, können wir uns das dann so bauen, dann ist es warm. Bei dem Wasser, wenn wir nicht wissen, ob da Bakterien sind, dann können wir uns dann einen Filter basteln und das abkochen. Das mache ich dann so und so. Ich mag das, wenn Leute Lösungen haben. Ich mag das nicht, wenn es immer so heißt, oh, es ist so kalt, oh, hier gibt's nichts, oh, nee, oh, dann gehen die Hälfte und sowas, ne, sondern sagen, ey, wir gucken mal, wenn es zu kalt wird, damit niemand abbricht. Machen wir die ganze Zeit dann Sport oder so. Ich mag das, wenn man das so formuliert. Finde ich irgendwie besser. Zum Gucken finde ich das so schade. Mir fehlt das gerade so ein bisschen. Das ist ein bisschen scheiße. Also ist cool, wenn hier kein Müll ist, aber scheiße für uns. Halt deine Fresse. Ich habe was zu essen. Halt dein Maul. Alter, soll ich das essen? Junge, ich habe gerade Stefan gefragt, ob er denkt, dass hier irgendwas zu essen ist. Junge, jetzt ist hier was. Halt die Fresse. Digga, ich weiß nicht, ob ich das anfassen darf. Ich weiß gar nichts. Ich mach einfach. Was ist das? Ich glaube, die Vogelbeeren, oder? Ich frag mal Joe. Der kennt sich am besten aus. Was sind mit so Bären. Aber ich hab den Fund vielleicht des Jahrhunderts gemacht, Jungs. Erste Nahrungsquelle. Ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade. Hui. Okay. Das ich präsentiere süß. Das jetzt so richtig geil. Oh, Digga, ich sprint hier hoch, Alter. Hagebutte. Ah, Hagebutte. Oh, das ist. Ja, oh, da kann man geilen Tee draus machen. Jawohl. Ach, Digga, du hast die auch gefunden gerade, ne? Die Hagebutten? Die Bären oder was auch immer. Ja, das sind Rosenbären. Hagebutten. Kann man das essen? Das kann man essen, ja. Aber die würde ich jetzt noch nicht essen. Das sollten wir uns aufheben für dann, wenn wir es wirklich brauchen. Soll ich in der Flasche sammeln? Nee, lass uns dran hängen. Lass uns Ach so, dran stimmt, hängen. Das ist smart. Ja. Aber kann man die essen? Weil die, ja, Kuba, die kann essen. Man gar nicht zerplatzen. Warum soll man die zerplatzen? Das sind Hagebutten, nennen sich die. Das sind die Früchte von Rosen. Das ist eine Rose. So nett, wie er das dann erklärt. Ja geil, da können die richtig tollen Tee draus machen. Das, er weiß nicht, beste Voraussetzung, ja. Vielleicht schon alles wieder vergessen. Ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass die jetzt mit den Experten unterwegs sind, dass die darauf nicht mehr so vertrauen auf sich. Also ich kann mir vorstellen, wenn man alleine unterwegs ist, ist man selbstständiger und man einem fällt was ein. Und dadurch, dass jetzt Experten da sind, kann ich mir vorstellen, dass man dann als Noob jetzt so ein bisschen auch vieles wieder vergisst, unsicher wird und sowas. Deswegen hätte ich es echt gerne gehabt, dass die einzeln sind. Ist man selbstsicherer, kommt mehr aus sich raus, traut sich mehr. Die ganzen Experten aber halt echt einfach für die anderen. Die müssen ja nur machen, was die sagen. Ich finde das aber auch sehr anstrengend, immer nur das nachzumachen, was die anderen sagen. Ist ja wie damals mit Joey und dem, ja genau, Jan.
Ja, aber nicht roh essen. Hagebutte, nicht roh essen. Ja, beim Tee kann man das machen. Wenn sich unter, um die Chancen zu erhöhen. Ja, das finde ich schade, ne? Weil dann hat man gar nicht so selber das, dieses Survival-Erlebnis, die das niemals alle schaffen. Wenn das jetzt wirklich an der Location liegt, finde ich es ein bisschen schade, dass die so eine schwere Location nehmen. Dass die jetzt abhängig davon sind, zusammen zu bleiben, finde ich schade. Genau darum geht es ja, ne? Dass man das auch alleine versuchen soll. Ich weiß noch nicht, was ich so halten soll von der Team Edition. Ich habe ist doch schon mal. Angst, dass wir nicht so viel Survival irgendwie sehen. Teil 1 zum Sitzen für 2, im Zweifel 3 ist ja schon mal. Keine Ahnung. Das ist top. Besser als nichts, ne? Fürs Erste. Es gibt 3. Guck, ob ja die Matratze. Ja. Das klappt. Das braucht nur Zeit, bis der Stahl. Nachgibt. Nachgibt, das ist... Ja, ist aber pass auf, dass schön. Du dich nicht schneidest, das ist ein Quatsch, weil das geht hier relativ schnell, ne? Deswegen, ich bewege mich langsam. Hm. Kein Bock, dich zu verlieren jetzt. Ja, ich will auch noch nicht gehen. Das alleine so echt scheiße. Oh. Joey ist wohl der krasseste Typ da und dass jemand zu ihm geht und sagt, ja, aber schneid dich nicht, mach langsam, ne? So als wäre der irgendwie, als müsste man ihm das sagen, das wird mich stressen, wenn ich mir denke, ich gehe jetzt irgendwo hin, mach Survival, möchte überleben, ich kann das, ich weiß, wie das geht. Und dann kommen andere Leute und sagen mir, wie was zu tun hat. Mich würde das voll nerven. Ja, es ist nett gemeint, aber es ist auch einfach unnötig, weißt du? Es ist das letzte Mal, dass ich das sage. Es tut mir wirklich leid. Mich stresst das, dass da Leute sind. Ich weiß nicht, für mich wäre das nicht. Ich möchte die Leute, ich will einzeln entspannen, wenn die so richtig mental so mal runterkommen, für sich sind und sowas. Ne, so, jetzt habe ich mich einmal aufgeregt, jetzt können wir weitermachen. Aber bisher bin ich irgendwie nicht begeistert. Also ich hätte, glaube ich, ich will mich absetzen. Wäre der Survival-Aspekt kein Problem, aber der soziale Aspekt mit anderen Leuten. Ja, das wäre für mich tatsächlich schlimm, ja. Ist wirklich so. Ich möchte das gucken wegen Natur und dass die Leute mit der Natur vereint sind und sich meine Gedanken machen. Das muss da einmal raus. Positiv denken. Ich finde das super entspannt, was der macht. Joey Kelly verlegt uns hier. Sandra. Ja. Hast du noch Spaß? Ja klar. Sehr gut. Ich bin auch drauf. Hast du noch Spaß? Alles gut? Ich mag ja, klar, Joey. Ach, du filmst mich ja gerade. Ja, ich film dich. Hallo. Hallo. Grüße an Mama. So, Grüße an Mama. Unser aktuelles Lager. Wir haben das hier ein bisschen mit Streu ausgelegt. Das ist die erste Matratze für heute Nacht. Das ist der Liebling, der ist entspannt. Dann haben wir hier vielleicht insgesamt Joe eine. Kelly meine ich, ne? Dann macht Joey die Maschine gerade diese Dinger hier ab aus dem Flugzeug. Das wären auf jeden Fall schon mal, könnten schon mal 2 drauf schlafen. Ah. Und da auch. Das ist super. Hätten wir 6 Stück. Sandra. Ja? Das für dich, die Matratze, wenn ich das rauskriege. Nein, für uns alle. Nein, aber ich nehme die schon gerne, Joey. Erst kommen die Frauen. Und dann kommt der Rest. Und dann komme ich vielleicht. Das ist echt nett von den Jungs, dass die da so den Mädels Vortritt geben. Sehr aufmerksam. Oh. Junge. Ey, ich bin einfach froh, dass wir Wasser haben, wirklich. Trinken die das jetzt die ganze Zeit pur, ohne abzukochen? Ja, ne? Aber literweise Wasser. Sterben werden wir heute nicht. Das ist so, jeder lernt, trinkt niemals Wasser einfach aus dem Fluss. Und jedes Mal in jeder Staffel machen die das. Ich hab zu schnell gemacht. Ich muss Pause machen. Ja, ne? Geil, Alter. Geil, ey. Hugo muss kurz chillen, sagt er. Ja. Ach, was ist ein. Was ist das für ein geiles Projekt, ey? Wirklich. Julia Bibi Beautics. Ich schwöre, das ist so anstrengend, da hochzulaufen, ne? Ja. Digga, das denkt man nicht, ne?
Nee, man denkt das nicht, aber es ist so kalt. Das ist echt anstrengend alles. Boah, glaub, das könnte wird, alle... Es wird härter, als wir dachten. Ja, glaube ich auch. Ja. Du machst das mit Zaubern, Julia. Danke. Du auch. Ja. Hey, Uwe! Schöner hey. Umgang. Wasser? Aber das schmeckt auch noch ein bisschen nach diesem Mango-Zeug, was da drin war. Oder? Ne? Da ist noch so ein bisschen von dieser Mango-Pampe drin. Aber so wenig, dass es eklig ist. Denke, anstatt dass wir es einmal ausspülen, haben wir es ausgespült. Habt ihr es ausgespült? Okay. Ja, ja, aber. Junge Maschinen seid ihr. Digga, ihr seid richtige, trinken, ihr seid richtig was? Zwei deutsche Mercedes, Alter. So? Digga, weil ihr solche Maschinen Probier seid. Mal die Melonenpampe. Hier gemacht. Digga, komm dann. Schmeckst du? Komplett, irgendwie lecker. Ja, ne? Okay, aber irgendwie auch ekelhaft. Du hattest noch nicht seine Energy her. Ja, wirklich. Oh Gott, das ist schon der erste Meltdown. Digga, mal, ich check es jetzt. Jetzt kommt schon Tag 1 Real Talk. Nein, aber Real Talk, ich check jetzt erst, wie schnell ich immer alles machen will. Bro, ich weiß echt nicht, wie lange wir schon ausgesetzt sind. Ich tipp mal auf so. Ich tipp mal auf so. 3 Stunden oder so. 3 Stunden erst, in meinem Kopf 7. Ich muss chillen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen faul, aber das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Okay? Deswegen chill ich hier kurz. Ich trinke mein Wässerchen und ich muss erstmal noch um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Was ist denn der Gomme-Mode? Ein Minecraft-Lied. So, ich helfe jetzt wieder mit. Ich habe realisiert, dass ich hier bin. Und jetzt wird weitergeholfen. Ja, jeder macht ja auch sein eigenes anderes Tempo, ne? Also mich bitte auch nicht falsch verstehen oder so, ja? Das ist ja keine Hoffnungslosigkeit, die ich jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Ah, Entschuldigung. Sondern ich möchte es einfach nur nicht einsehen, so einfach zu sagen, so nee, da gibt es eben kein Feuer oder da gibt es halt nichts. Mir ist schon bewusst, dass es wohl darauf hinauslaufen wird. So. Aber dass man dann wenigstens für die kommenden Tage schon einen besseren Plan hat, weil aktuell haben wir uns ja sehr auf das Flugzeug hier beschränkt, was völlig in Ordnung ist, macht ja Sinn, ne? Erstmal alles geil vorbereiten und dann Stück für Stück besser werden. Ja, ja. Ja, das Ding ist dicht genug. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die anderen auch noch ein bisschen abpolstern, weil wir haben hier eine Matte. Da kann einer zumindest drauf schlafen. Hier haben wir eine, aber die braucht unten noch Isolation zusätzlich. Okay, also willst du also, jetzt also einfach hier alles ausbreiten. Okay, würde ich vorschlagen. Nee, dort kommt die Feuerstelle hin. Okay. Also hier wirklich so dicht machen wie möglich. Dann. Also alles, was ihr an Grünzeug finden könnt, ausbreiten. Wichtig ist, dass heute noch keiner nasse Kleider bekommt. Ja. Dann müssen wir morgen halt wirklich so viel Holz wie möglich herholen. Aber überleg mal, was richtig gut wäre, ist, wir können 3 pennen. Ja. Hier einfach eine Plane. Ja. Das auffüllen mit Holz. Ja. Wir können 1, 2, 3. Ja, ja. Die Mädels hier rein. Ja, ja. Das wäre ja. Fände ich auch gut. Ja. Absolute Rettung. Fände ich gut, ja. Vor allem, aber da müssen wir wirklich alles zu machen. Da müssen wir halt auf Folgendes achten. Es kann sein, dass es tatsächlich mehr Ressourcen benötigt, als wir dann für alle brauchen. Da müssen wir eben schauen. Weil wenn wir hier vielleicht mit Grünzeug zumachen können, dann ja. So fängt es an. Habe ich mir in meine selber gebaute Klinge gerade gefasst. Aber finde ich eine gute Idee. Also gerade die Mädels, die müssen jetzt geschützt werden.
was die so denken. So, guck mal, wir können hier ein Bett bauen und sowas. So, wir sind so alle am Machen, am Tun. Die Frage ist, was macht Hugo? Was machst du da? Ich bin am Ackern. Das ist Schilde. Nee, ne? Aber mach doch, guck mal, nur so kleine, öfter ja. Reis, so. Ja, da hast du nur so cool. Okay, wenn du so machst. Ja, genau, pass auf, also. Und du, es gibt teilweise Flecken, wo das ganz leicht abgeht. Weißt du? Was ist, warum benutzen wir eigentlich nicht so Tannen? Weil diese Tanne, das ist eine optische Täuschung, wenn du davor stehst, die Tanne ist ganz unten in der Schlucht. Oh. Ja, ja. Aber da? Hä? Da ist er. Jetzt bin ich auf die Geschichten gespannt. Der Hugo mit der Schere. War das gemacht? Ja. Feuer entfachen, Holz. Du hast geile Spots gefunden. Fischen vielleicht. Ich muss das mal genauer anschauen. Ja. Also ich bin jetzt einfach von ganz hier unten über den Wald außen hoch bis ganz da hoch quasi. Das ist schon mal gut, auf jeden Fall die Umgebung zu kennen. Boah, der läuft aber echt viel ohne Essen. Ja. Da muss man schon sagen, ne? Der ist echt ordentlich unterwegs. Joey erinnert mich ein bisschen an seine Höhle, wo der den ganzen Tag gehämmert hat. Hauptaufgabe liegt heute eigentlich darin, dass wir uns hier so gut wie möglich vor der Nacht schützen oder vor der Nachtkälte. Mhm. Und die eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir einerseits alles nass und gefroren haben. Das heißt, wir müssen Isolation gegen den Boden schaffen. Und andererseits müssen wir ein bisschen Windschutz machen. Und jetzt haben wir zumindest Matratzen rausgeholt, dass wir auf der Schulterzone, auf der großen Schulterzone ein bisschen isolieren können. Wir haben ein bisschen Gras drunter und zusammen mit den Schlafsäcken sollte es mehr schlecht als recht funktionieren, über die Nacht zu kommen. Die wird trotzdem sehr, sehr frisch werden. Also jetzt, wo die Sonne demnächst untergeht, wird es spannend. Ich will gerade keine Panik machen, aber hier kondensiert und friert es gerade auf unseren Sachen. Ja, also es wird frisch. Also es bildet sich gerade raureif auf den Schlafsäcken. Ich bin gespannt, wie es abends wird, weil man merkt, es ist jetzt sehr kühl. Mit Feuer. Feuer werden wir heute auch nicht machen, weil wir wollen die Fackel nicht verschwenden. Ja. Zur Erinnerung, im Flugzeug wurde eine Leuchtfackel gefunden. Langsam Form an. Noch kein Wald dran, nein. Wir bauen hier quasi unsere Isomatte. Unten kommt das Gras hin. Und drüber packen wir das hin, was ja so ein Flieger alles auseinander. Dafür haben wir jetzt den ganzen Tag gebraucht. Was Kelly und Joe hier rausgerissen haben. Oh, hier sieht ja schon nach was aus hier. Ja, da müssen wir überall noch Folie drauf machen, weil das alles gut ist. Hammer wäre echt nochmal ein Dach, ey. Sieht so nach nichts aus, ne? Ja, heute noch nicht. Wie ist bei dir so energiemäßig? Digga, bei mir, ich glaube nicht wegen, also körperlich ja, ein bisschen, aber ich. Digga, Jetlag ist bei mir tot, Alter. Ja. Dann geh mal Jetlag-mäßig einmal kurz vom Polster runter, dann kannst du mal rausschneiden. Geh mal Jetlag-mäßig vom Polster runter. Jo, ja? Wir haben noch die zwei Decken hier. Ja. Aber ich glaube, die braucht derjenige, der den kleinsten Schlafsack hat. Weil der ist so super schlecht. Der ist so mega schlecht. Okay. Aber ist nur einer richtig scheiße? Nee. Ich gucke kurz mal eine Perspektive, wie unser Zuhause aussieht. Wollen die das jetzt aussieht. Doch raus? Wollten die nicht? Hier, die zwei Flügel haben wir als Windschutz. Ja, leider noch kein Dach, ne? So. Dann müssen wir morgen halt versuchen, alles so gut wie möglich zu trocknen. Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Wir haben hier eine Matratze mit einem Haufen Gras und die Matratze bringt so eigentlich wenig den Leuten. Sollen wir die verteilen oder was sagt ihr? Ja, dieses Sofa ist nur Luxus. Also ja, das ist eigentlich. Ja? Besprechen wir, wenn alle da sind. Ja, so halt. Also ich verzichte drauf. Ja, weil wir müssen da unten noch abpolstern. Also da muss so viel wie möglich jetzt auch oben drauf. Ja, wir machen da. Also oben drauf auch mal Gras. Ja. Wenn Sie hier Leute Gras wo ist Stefan? Also da wo noch. Stefan? Das Gras in dem Beutel, ne? Wollen wir das rausnehmen und verteilen lieber?
Ich hätte meinen Schlafsack rausgeholt. Dann haben wir noch mehr, weißt du? Wir brauchen noch viel mehr. Schlafsack rausholen und hier in die Säcke alles packen. Hier die Jacken nehmen, die Ärmel zuknoten. Die ganze Gras reinmachen, dann hast du wie Rucksäcke. Ist dir das auch mit der Hand dann immer nur? Dann können die ja gar nicht so viel tragen. Ja, ja, deswegen Eddie. Wollen wir das aus dem Beutel nehmen? Na klar. Ja, verteilt sich halt. So, es wird langsam dunkel. Man sieht. Aber man sieht, bis jetzt funktioniert jeder sehr, sehr gut gemeinsam. Funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gutes Teamwork, alles ist gut. So, folgendes Problem. Wir wollen ja alle Gras sammeln. Also nicht Gras hier, ne? Ihr checkt. Guckt euch das an. Alles mittlerweile gefroren und Arsch. Und Digga, ich dachte, die Staffel wird so pussymäßig. Digga, ich hab zu meiner Mutter gesagt, ja, keine Sorge, wird Pussy-Staffel. Digga, leck Eier, das ist die härteste Scheißstaffel, die es gibt, Alter. So redet man da nicht mit seiner Mama. Ich kann mir nicht vorstellen, wie kalt es ist. Bruder, ich bin hier mit. Ich habe ein neuer Trikot an. Ein 10 Euro dünnes T-Shirt. Thermounterwäsche. Wollpulli und Jacke. Und es ist trotzdem scheiße kalt. Ja, okay, neuer Trikot und T-Shirt ist jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, was soll man machen, ja? Da gibt's hier noch was, wo man helfen kann. Das Projekt echt ernst. Nee, jetzt ist eigentlich nur noch, dass man sich irgendwie beschäftigt und sagen, so lange wie möglich wach bleibt. Also die Schlafsäcke sollten wir mal hinlegen. So, wir müssen noch bei den Schlafsäcken Folgendes überlegen. Es sind Kinderschlafsäcke dabei. Also, wir müssen ein bisschen abklären, wer wo reinpasst. Was gesetzt ist, die Corinthia bekommen die Mädels. Dann haben wir ein paar andere. Also wir brauchen auf jeden Fall einen für Joey, wo er reinpasst und Roller noch zumachen kann. Und ja, müssen. Kinderschlafsack wäre schnell geklärt, ja. Das hast du jetzt gesagt. Kinder ist das Handy, ja. Nein, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch dünn, ne? Das hilft ja nichts, wenn man den Schlafsack nicht zubekommt, das meine ich. Und diejenigen mit den dünneren Schlafsäcken kriegen zusätzlich Decken noch drüber. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass man so nah wie möglich schläft, einfach um seitlich warm zu halten. Also. Mit mich eine Anfassboxichi. Der Joey ist den ganzen Tag nur am Sachen rausreißen. Und dann hat er seine Ruhe. Ich glaube, der genießt es. Wir haben jetzt sieht aus wie so ein Gartenzwerg. Das hier alles ab. Da die Klappe aufgemacht. Da können zwei Leute drin pennen. Ist zwar eng, aber es geht. Es geht. Es geht auf jeden Fall. Da ist eine Klappe. Und hier können auch zwei, drei Leute drin pennen. Wir werden jeden Tag ein bisschen schlanker. Nach 14 Tagen können wir wahrscheinlich alle in eine Reihe pennen. Wie die Orgelpfeife. Das kriegen wir auf jeden Fall dicht. 100%. Müssen wir was auffüllen mit irgendwelchen Materialien. Aber das kriegen wir auch locker hin. Und wenn wir mit Erde das Ding auffüllen. Ja, man muss halt auch echt sagen, ne, hier so Joey arbeitet den ganzen Tag, Stefan läuft rum. Das haben die aber auch in ihren eigenen Staffeln auch so gemacht, als die alle solo unterwegs waren. Die einen haben schon angefangen zu bauen, die anderen haben erstmal 3-4 Stunden ausgekundschaftet und haben dann irgendwie einfach so am Strand geschlafen. Ich weiß auch, die erste Nacht hat, glaube ich, wie hieß die Pfadfinderin nochmal? Die hat ja einfach am Wasser geschlafen oder so, ne? Die haben sich da auch nichts gebaut. Also das war halt immer so, dass die am Anfang immer erst ausgekundschaftet haben und deswegen, ich finde das gar nicht schlimm. Und vor allen Dingen auch Nova, genau. Und ich fände es jetzt auch
auch blöd, wenn man gezwungen ist, in dem Tempo zu arbeiten, wie die Leute das vorgeben. Weil jeder hat sein eigenes Tempo. Und das war ja auch immer so das Projekt, ne, dass jeder für sich so macht, wie er das für sich für richtig hält, wie er schlafen möchte, dies, das. Ich glaube, ich hätte schöner gefunden, hätte man gesagt, ey, jeder macht sein Bett selber. Und dann geht jeder für sich los und sammelt sein eigenes Gras und sammelt sein eigenes Dings und macht das dann selber dahin, dass jeder so Verantwortung für sein eigenes Bett auch hat und für seinen eigenen Bereich. Ich glaube, ich mag das Prinzip der Staffel nicht. Kundschaften ist es in der Staffel ja sogar recht gut. Vielleicht finde ich Loot, wobei ich denke, dass der Loot sehr weit weg entfernt sein wird. Ja, aber du musst dich umgucken. Du musst ja mal wissen, wo was ist. Das haben die immer gemacht. Also deswegen, da finde ich das doof, wenn man dem das jetzt so blöd ankreidet. Ja, so wie die das halt früher immer gemacht haben. In den vorherigen Staffeln. Ja, es ist kalt wie Sau. Joe ist jetzt scouten gegangen. Ich gehe jetzt auch scouten. Im Dunkeln, ja. Jetzt ist es natürlich blöd. Es ist gerade mal 18 Uhr und es ist schon kacke dunkel. Wir sind alle auf Jetlag. Und das bringt halt alles nichts. Wenn wir uns jetzt schlafen legen, dann sind wir um 9 Uhr wieder wach. Ja! Okay. So, ich mach den Scouter. I'm a Scouter, man! So, ich gehe jetzt diesen Berg hoch. Oh, ist das kalt. Da geht die Sonne unter. Oh. Uwe befindet sich an Stefans bevorzugten Lagerplatz. Naja, wir sind in dem Wald. Wenn ich mal Regengeschütz war. Oh, Raum einmal, ja? Und da bin ich gekommen. Nicht, dass ich mich verlaufe hier. Schön regengeschützt. Oh, wer jetzt hier sich ganz nach oben traut, ist ein Motherfucker. Irgendwie ist es viel wärmer als da unten. Hier ist von der Stimmung her, also von der Temperatur, viel geiler, weil hier so die Bäume dicht einander sind irgendwie. Und irgendwie ist hier ein bisschen gemütlicher. Nee, lass mal lieber den Profi vorher anzicken und ignorieren, wenn der was Schlaues sagt. Vor, hier kommt einer so mit so einer und Maske fragen, ob der Rum-Selfies gemacht hat und so. Yeah. Aber hier ist viel gemütlicher. Viel, viel gemütlicher. Der große Vorteil jetzt, nachts unterwegs zu sein und zu suchen ist, dass man tatsächlich Störungen unmittelbar sieht. Also hier ist vor ganz, ganz kurzer Zeit ist hier was durchgelaufen. Das ist ganz frisch. Das heißt, wir haben hier wirklich Spuren und es gibt einige nachtaktive Tiere hier. Vor allem Possums und mit ein bisschen Glück. Possums verwenden ähnlich wie Füchse immer wieder dieselben Spuren. Mhm. Also die treten immer. Nehmen wir immer den gleichen Weg und deshalb lassen die sich relativ einfach auch fangen mit Schlingen. Und man erkennt auch Kratzspuren an Bäumen, so Reviermarkierungen. Und mit ein bisschen Glück sieht man die sogar in den Bäumen hängen. Das ist ja noch ganz gesehen. Ja, der Ringeteile wurden hier gedreht im Wald. Das ist ziemlich cool. Relativ gut klettern, also aber hier ist auf jeden Fall was durch. Ah, und es war aber ein Hirsch. Das sieht so aus, als ob ja, das habe ich schon nicht festgefroren. Das ist ein Hirsch, wächst du hier. Hm. Oh, das glitzert aber schön. Das ist kalt. An den Fluss runter und hier ist er relativ breit und ich habe jetzt auch unseren toten Briefkasten entdeckt. Kurze Erklärung. Joe hat den Briefkasten entdeckt. Dieser spielt eine besondere Rolle in Staffel 4 und hat zwei wesentliche Funktionen. Erstens können die Teilnehmer hier ihre vollen Speicherkarten und defekte Technik abgeben. Zweitens werde ich im Laufe der Zeit in diesem Briefkasten Funksprüche platzieren. Diese geben Hinweise auf in der Region befindliche Gepäckstücke, die im Szenario beim Flugzeugabsturz verstreut wurden. Ein Hirschgeweih drauf. Das ist ziemlich geil, ja. Auch mit dem Geweih. Die Hirschspuren. Ja.
Und das ist unser Prüfer. Da ist das raus. Funkspruch Nummer 1. Tupperdose. Die wird er nie wiedersehen. Ah, leider nicht mehr. Ey, sieht das gruselig aus? Echt? Das sieht todesgruselig aus, oder? Ey, Zeit, dreh mal die Kamera. Ah ja. Oh, oh mein Gott, wow. Stimmt, wir können ja auch Selfie Julia. Machen. Ja. Hey, ist das verrückt? Wir sehen todescreepy aus. Ey, Leute, wenn wir euch so nachts begegnen würden, ne? Ich sag, ihr würdet schreiend wegrennen. Ich würde auf jeden Fall schreiend wegrennen. Ich auch. Na? Auch Fazit der ersten 4 Stunden. Das Fazit der ersten 4 Stunden ist, wir waren alle sehr fleißig. Mhm. Wir haben viele tolle Pläne gemacht. Mhm. Wir haben sie teilweise gut umgesetzt bekommen. Mhm. Kurz in der Zeit. Teilweise? Was haben wir nicht gut umgesetzt bekommen? Feuer. Das ist eher mangelnder Ressourcen, nicht unserer Fähigkeiten geschuldet, sondern alles, was wir an herausrupfbarem Gras gefunden haben, haben wir hier großflächig verteilt. Das Wort großflächig ist hier eher das Problem. Kompakter wäre natürlich ein bisschen wärmer, aber dann haben wir halt keinen Platz. Ja, so. Sind halt immer noch 7 Leute, sind halt einfach immer noch 7 Leute. Und dementsprechend haben wir das für jetzt aktuell leider das Maximale rausgeholt. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach die Dinge da harren, die da kommen und morgen auf Besseres hoffen. Ja. Und es wird morgen definitiv besser, weil wir mehr Zeit haben, uns vorzubereiten für Feuer zum Beispiel. Mhm. Und wir werden nochmal ausdiskutieren, wo wir genau unser Quartier beziehen, ob wir tatsächlich hier bleiben wollen oder ob wir umziehen oder irgendwie ein Mittelding, wie auch immer. Wir werden das morgen nochmal prüfen. Heute heißt es einfach original krass durchhalten. Es gibt jetzt hier keinen Plan B. Es gibt wirklich keinen Plan B mehr. Mhm. Entweder bewegen oder frieren. Okay. Ja. Und, vielen Dank für dieses Interview. Ja, gern geschehen. Ja, gut, das zusammengefasst. Joey, haben Sie kurz Zeit für ein kleines Interview? Ja. Wie geht's dir? Ganz gut. Ja? Ja. Du bist noch motiviert? Ja, definitiv. Was ist deine Prognose für die nächsten Tage? Schaffen wir das? Ja, es wird aber sehr, sehr hart. Ja? Also es wird der härteste Seven vs. Wild Staffel bis jetzt gehabt. Meinst du? Definitiv. 100%. Aber du bist trotzdem gewillt, die 14 Tage durchzuhalten. Das ist mein Ziel auf jeden Fall, ja. Die Kälte ist natürlich fies, ne? Mhm. Jetzt stell mal vor, es würde jetzt auch noch schneien. Tut's ja aber noch nicht. Genau, oder es würde regnen. Laut aktuellen Wetteraufzeichnungen ist in den nächsten Tagen mit Schneefall zu rechnen. Tut's ja aber noch nicht. Joey, was will dich hier rausbringen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es so kalt ist wie jetzt, was würde dich rausbringen? Ich würde versuchen zu bleiben. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du abbrechen würdest? Wenn man schwer verletzt ist. Ja. Sonst nicht? Also wirklich nur, wenn du kurz vor Abkratzen stehst? Ich glaube schon. Also zumindest habe ich das jetzt in den letzten 25 Jahren. Alle, sag ich mal, Geschichten, die ich gemacht habe, habe ich die alle zu Ende gebracht. Es wäre kein guter Anfang, wenn ich jetzt hier abbrechen würde. Das wäre nicht gut. Wie kann man denn so eine geile Einstellung haben und so auch das können? Zurück. Bewundernswert. Muss ich sagen, Eigenlob stinkt. Ich denke jetzt mal, ich ziehe auch meinen Sabaton durch, bis ich schwer verletzt bin. Das mache ich hier nicht anders. Der sexy Typ hier. Aber ich finde die Einstellung von Joey echt stark. Bewundernswert. Sehr bewundernswert. Schneeballstacheln kann man, die können sich so ein Iglu bauen. Oder eine Schneeball, so eine Bar bauen. Das wäre cool. Oh, das was machst du da? Bist du schon eingefroren? Ja. Oh nein. Oh Gott, der blinzelt nicht mal. Komm, du musst dich bewegen, das bringt nichts, Digga. Ja, ich bin auch todmüde, Digga. Ja, ich weiß, sind wir hier alle. Hugo ist komplett am Arsch. Der ist weg. Bist du schon im Bruch, würdest du sagen? Ich bin gerade im Loch. Im Loch. Tiefpunkt.
Oh, so sieht ein Tiefpunkt aus. Würdest du abbrechen? Nein, ich könnte das niemals. Ich würde das so bereuen. Ja, same. Oh, Digga, ich bin auch nicht einen Tag hier hingereist und dann. Ja, Joey schafft das, denke ich, auch locker. Ey, das war ja fast zwei Tage Reise. Zwei Tage Reise. Ey, Hugo, kannst du mal rücken? Ja? Kannst du rücken? Aber nicht das. Also, du dachtest vielleicht. Ja, beweg dich mal ein bisschen, glaub mir, das ist gut. Ich hab auch Hunger. Also. Ja, Hunger finde ich auch schlimm. Das Gefühl von Hunger ist. Das kann Abend sein. Digga, habt ihr auch so einen Handygriff? Was? Dass ihr euch ans Handy greift? Also, ich hab jetzt dreimal wollte ich mein Handy zucken. Echt? Krass. Ja. Kannst du sehen, Alter, heftig. Boah, bei mir fehlt die Zigarette. Als wir Gras gezupft haben, wollte ich halt Red Bull holen, ne? Aber. Das war so, ich hatte einen Red Bull drauf. Digga, er sagt, hier ist kalt. Ich schwöre, dir ist viel wärmer. Echt? Ja. Okay. Also, an unserer Stelle hätte ich das direkt zugebaut. Ja, das hätte ich auch zu Anfang gemacht. Ne? Und hier gepennt. Also, da wollte ich ja so machen, hier vorne oben alles zumachen. Aber es war noch zu klein, dann musstest du erstmal stundenlang alles ausbauen. Aber ist doch scheißegal, Alter. Einmal alles rum. Digga, dann schlaf ehrlich, doch da. Hier ist es allein schon viel wärmer, wenn du dich so hinlegst. Mhm. Digga, beste Leben. Ja, mach das doch. Und da noch einmal. Mit Schlafsack hier so rein, auf korrekt. Ich meine, haben die ja sowieso vor, die möchten das ja noch ausdingsen, aber. Es wird so schwer. Können die doch jetzt schon. In der Kälte hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich auch nicht. Die sind in Neuseeland. Ich bin müde geworden. Meinst du, ich kann ihm mal so kurz ein Powernap machen? So, auf korrekt, weißt du? Nee. Ich bin ja noch nicht so lange mit ihm zusammen. Irgendwie zieht das hier überall durch. Da drin bleiben sollen. Wie sollen denn alle sieben reinpassen? Krass, ich werde nicht pennen können. Man hätte sich abwechseln können. Ich realisiere das gerade, dass ich am Arsch bin. Ich realisiere das gerade. Aber was ich auch nicht verstehe, warum die nicht ein paar Leute drinnen schlafen lassen und ein paar Leute draußen und dann rotieren die einfach in der Nacht oder keine Ahnung. Also das habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum dann alle draußen schlafen müssen, obwohl jetzt da ja ein warmer Platz ist. Anstatt die sich einfach einen warmen Platz irgendwie noch behalten. Die sind alle zusammen, ja. Krass, ne? Die Realisation ist echt. Ich gehe hier gerade hoch. Ob da jetzt nur vier liegen oder sieben, ist doch egal. Wie sind die anderen hier hochgekommen? Guck mal da. Da sind die anderen. Ja, du. Da. Da. Seht ihr das? Mhm. Wer ist das? Google! Von Aliens? Er antwortet nicht. Google! Unsympathischer Alien. Okay, es ist Joe. Er hat irgendwas gesagt, ich hab's nicht verstanden. Also Classic Joe-Moment. Spaß natürlich, ne? Ich dachte, das wäre ein Planet, wo der ranzoomt. Ich habe nicht gecheckt, dass das jemand ist mit Taschenlampe. Hast du irgendwas gefunden? Briefkasten. Echt? Ja. Ist der so weit weg? Der ist da unten. Halt deine Fresse. Ja. Hugo, Wortwahl. Kassette und Batterien. War eine Kassette drin? Ja. Oh mein Gott. Geil, Content. Oh. Wir gerade haben einfach alle. Was? Digga, da sind die. Habt ihr uns was mitgebracht? Ja. Was denn? Eine Kassette! Ah, Funkspruch! Ja! Ja, kommt her! Ja. Hugo hat gerade wahrscheinlich runtergerufen, dass er eine Kassette für uns gefunden hat, der Funkspruch.
Ja, komm her, lass anhören! Kassette? Ja, als ob der jetzt da oben auf dem Berg stehen bleibt. Natürlich kommt er dahin. Ja. Ich hoffe, da ist jetzt eine Videobotschaft, wie zum Beispiel: Digga, ein Feuerzeug ist da und da. Bruder, und dann würde ich mich selber anzünden, also. Junge Sandra! Naja, ihr könntet, ich schwöre, ich würde so lange brennen für euch. Wo war den Kassettenrekorder, den Rekorder? Muss hier irgendwo sein. Welchen Rekorder? Der ist da drin, oder? Du schaust den Koffer. Also wenn die Sandra ihr Humorlevel wirklich dauerhaft konstant oben halten kann, dann Respekt. Die macht ja die ganze Zeit so Sprüche und alles. Die das noch bis zum Ende kann, also wenn die trotz Hunger und so trotzdem so bleibt, dann wirklich großen Respekt an ihren Charakter. Man kennt das ja, dass man am Anfang noch so haarlustig ist und sowas, aber dann irgendwann kommt man in dieses Down. Ich bin sehr gespannt. Ich fände das ziemlich cool, wenn sie so bleibt, um ehrlich zu sein. Ja, aber... Mit so das, Draht? Ja, können wir aber schon noch verwenden. Also danach sind sie nicht leer. In den anderen kann ich mir grob vorstellen, wie die so werden, wenn die mal... Ja, hat uns keiner gesagt. Das ist bei ihr nicht. Ja. Oh mein Gott, ich bin nervös. So, durch, ja. Oh mein Gott, Leute. Funkspruch 1. Seven vs. Wyatt. Crashed. Joa. Fazit. Also ich finde die Outfits von den Leuten echt hübsch. Das muss ich mal sagen. Schlecht immer zuerst. Okay. Ich mag das Konzept nicht. Team Edition stresst mich tatsächlich. Ich fühle mich als Zuschauer irgendwie gestresst, weil ich mochte Seven vs. Wyatt immer, weil die Leute in die Natur gegangen sind, so zur Ruhe kamen, innerlich, mental auch gestärkt waren, mal in sich kehren und mit Ruhe und Bedacht handeln. Ich mochte es immer, wenn die gezeigt haben, was die basteln und wie die bauen. Ich mag das nicht, dass die gerade mehr so reden und plappern, als irgendwas zu zeigen groß. Das finde ich irgendwie uninteressant. So, ich habe das Gefühl, die kommen gar nicht so in diesen Zustand, dass die mal wirklich mit der Natur sich vereinen und da überlegen, was kann ich nutzen. Ich möchte einfach schön Survival sehen, wie Leute, die keine Ahnung haben, wie die durchkommen und nicht, wie die sich an die Profis halten, die alles sagen und die anderen laufen nur hinterher und machen das, was die sagen. Das ist es für mich nicht. Mir fehlt es auch zum Beispiel, dass Joey, dass die Profis nicht so viel erzählen. Geht halt immer weniger um den Survival-Aspekt, sondern immer mehr um den sozialen Aspekt. Kommt vermutlich besser an bei den Leuten, weil Dschungelcamp kommt ja auch gut an. Das kann sein. Also ich hatte gehofft, dass endlich mal eine Folge kommt, wo die Leute wirklich Essen finden, gut Survival machen können, weil die gekräftigt sind, weil die essen, also weil die Nahrung haben, weil die trinken haben, weil viel gegeben ist, dass man wirklich mal geile Survival Sachen findet und die Leute auch nicht nur so irgendwie versuchen zu überleben, sondern wirklich auch, ja, sich eine gute Hütte bauen können und gute Sachen bauen können. Ich bin gespannt. Ich finde es gut, dass der eine mal alleine rumläuft und dann so ein bisschen mal was erklärt. Ja, und ich finde es schön, da gleich Fritz' Stimme zu hören in der nächsten Folge. Ich finde es schön, dass die so nett zueinander sind. Ich finde es schön, dass es losgeht. Die erste Folge, erste Nacht. Ich bin gespannt. Ich möchte auf jeden Fall mehr sehen, weil ich möchte sehen, was jetzt noch kommt. Ich hoffe, die bauen noch richtig was. Die machen noch irgendwie richtig coole Sachen und finden was zu essen und sowas. Na, abwarten. Aber ich gucke auf jeden Fall jede Folge. YouTube, es war sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mitzugucken. Die nächste Folge auf YouTube gibt es am Samstag und live könnt ihr mitreacten am Dienstag und am Freitag um 18 Uhr. Und dann kommen die Folgen hoffentlich ganz schnell auf YouTube. Liken, kommentieren, abonnieren, Glöckchen und so weiter. Und Ende. Cut.